Ja, ich begrüße euch. Hier ist mal wieder die Axt im Walde. Und ich habe mir gedacht, ja, bevor wir hier das Jahr 2014 ordentlich abschließen, dann nehme ich euch nochmal mit. Wir gucken, was es so gibt im Wald. Ja, ein Haufen Gekreische. Ich habe mir hier auch gerade einen Lurch raufgelegt. So, der wird jetzt gefuttert. Ja, und was wir heute machen, ist, dass wir mal reingucken in die Höhlen. Beziehungsweise in eine der Höhlen, die noch funktioniert, ja. Ich laufe hier auch mal rein. Ich habe mich dementsprechend vorbereitet, ja. Das heißt, wir haben hier ein dickes Inventar mit Haufen Batterien. Und ich sag mal, ordentlich Pfeile sind hier auch vorhanden. Ich nehme auch direkt mal den Bogen und die Taschenlampe in die Hand. Wir sind hier reingegangen, in Höhle 4 quasi. Ja, ich zeige euch das aber auch nochmal. Das hier direkt drüben am Dorf, ja, hier von den Kannibalen. Und wir sind hier auch direkt an diesem wunderbaren See, ja, haben auch ausgezeichnetes Wetter und direkten Blick durch das Wasser auf den Boden, ja. Und wir laufen jetzt ein bisschen rum und gucken uns die Höhle an. Ja, die meisten Höhlen sind natürlich hier von den Eingängen zugebaut. Da kommt man nur mehr mit dem Seil hinein. Und ja, die Höhlen, die man an für sich kennt, die sind aktuell noch ein bisschen buggy. Ja. Und da tut sich auf jeden Fall das eine oder andere. Und ich sag hier, man erkennt das vielleicht ganz gut. Ja. Unabhängig davon, dass das jetzt hier farblich umschaltet, weil das Spiel wieder denkt, wir sind hier im Wasser. Da gibt es hier noch den, ja, ich sag mal, Kollisionsabfragen, beziehungsweise Probleme mit den Kollisionsabfragen, Clipping-Probleme im Allgemeinen. Ja, und wir laufen hier vorsichtig rum. Ja, vorsichtig. Ich sag das nicht ohne Grund. Die Höhlen sind, wie das auch in den Patch Notes zu lesen war, ein bisschen angepasst worden, beziehungsweise die eine Höhle wurde verändert. Wir sehen hier auch schon, dass sich das ein bisschen aufteilt. Und wir müssen hier tatsächlich extrem vorsichtig sein. Ja. Ich habe hier Pfeil und Bogen mit und mich dementsprechend ausgerüstet aus einem bestimmten Grund. Ja, jetzt ist wieder hier dunkel. Ja, so, wie jetzt? Ja, ich nehme auch mal das Feuerzeug. Ja, und nee. Ich will hier an und für sich genau den Pfeil anzünden. Und dann macht das richtig Spaß. Beziehungsweise dann funktioniert das in den Höhlen auch. Einfach hier anzünden, als würde man hier üblicherweise mit der Taste L das Feuer benutzen. Ja, ab und an hängt das ein bisschen. Ja, Seil haben wir genug. Ich bin hier. Oh, ja, da haben wir hier einen wunderbaren Grafikbug. Das ist nicht so schön. Ich bin hier reingegangen, direkt mal rechts. Ja, dass wir uns das auch dementsprechend merken. Direkt rechts hineingegangen. Es geht dann auch noch geradeaus und links drüber. Ja. So, wir laufen hier mal hinein. Und ich guck mal, dass wir hier bisschen am Pfad bleiben können. Von der Orientierung her wird das teilweise ein bisschen kompliziert werden, aber man findet sich in den Höhlen eigentlich zurecht, wenn man hier ein bisschen durch die Gegend läuft. So, ja, wo geht's hier hin? Ja, gut, hier kann man auch runter. Ja, es gibt auch die Seile in den Höhlen. Ja, das gucken wir uns dann noch an. So, jetzt gucken wir, was da hinten gibt. Wie gesagt, immer ganz vorsichtig sein in den Höhlen.
Die Viecher lauern überall. Ja. Hier geht's auch nach unten. Das gucken wir uns auch direkt an. Ja, blutverschmierte Wände. Das bedeutet in der Regel natürlich nichts Gutes. Und ich denke mal, oha. Ja, ich denke mal, wir haben hier... alles ein bisschen Blut verschmiert. Wir sind hier, denke ich mal, gerade in einer sehr altbekannten Höhle gelandet. Und die heißt natürlich dementsprechend... dementsprechend Vorsicht. So, ich nehme jetzt auch mal wieder das Feuer in die Hand. Das Feuerzeug. So, Vorsicht. Mit der Taste L nochmal drauf gedrückt. Nochmal Taste L. Ja, wird auch der Pfeil angezündet. Und ich sag mal, ich schaffe mir auch das Vieh vom Hals. Und hol auch wieder die Taschenlampe raus. Ja, das Vieh fackelt jetzt einfach mal ein bisschen lichterloh. Oh. Nee. Gott sei Dank nichts passiert. Ja. Ist lichterloh am Fackeln gewesen und dann, das war es dann auch schon, ne? Hier springen die Mistviecher noch ein bisschen durch die Gegend. Hier könnte man auch wieder rauf ins Freie. Ja, jetzt ist mir die Batterie ausgegangen. Und ich werde auch direkt eine nachfüllen. So, ja. Die verrückten Mistviecher, die lassen wir hier einfach jetzt liegen und rumspringen. Das interessiert uns nicht weiter. Wir gucken mal, hier war früher mal der Ausgang, so dass man auch beim Strand wieder rausgekommen ist. Das ist auch schon ein bisschen her. Ja, Seil, gut. Hier liegt ein Seil, hier liegen auch ein paar Koffer. Platinen habe ich alle ordnungsgemäß momentan im Gepäck. Ich hole mir auch die Axt raus. Na, was ist hier? Will er nicht. Gut. Nur aber. Ja. Ein bisschen Riegel, ein bisschen Platinen. Ja, Köfferchen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Ausgang ist gut zu sehen, ist zugemacht worden. Ja, und wir gehen auch wieder zurück. Das heißt, wenn man das hier auf jeden Fall lebend durchschafft, fällt gerade auf, dass sich hier die Leiste bei meiner Ausdauer, dass ich, und ich habe auch... Ja, komisch. Gerade vorhin Lurch gegessen noch draußen, als ich draußen war. Ja, gut. Das scheint hier auch ein bisschen buggy zu sein. Ja. Ist jetzt nicht problematisch. Ja. Wenn hier die Ausdauer oben bleibt und auch kein Hungergefühl kommt, ist das nicht problematisch. So. Ja, wie gesagt, hier kann man dann oben rauf. Und auch wieder aus der Höhle raus. Wir gehen jetzt den ganzen Weg zurück. All the way back quasi. Ja. Hier noch so ein Totem. Wenn so ein Totem irgendwo in der Nähe ist, ist so ein Effigy quasi. Ein Effigy. Dann ist das in der Regel auch ein Anzeichen, dass irgendwo Gefahr droht. Ja, nicht unbedingt jetzt Gefahr droht, aber... Ja gut, das soll man jetzt nicht wieder, doch. Ja, sollte man wahrscheinlich nicht, ich gehe da aber rauf. Gefahr droht da nicht unbedingt, aber das ist ein Zeichen, hier ist Obacht angesagt. Ich laufe hier jetzt auch mal, von da sind wir vorhin gekommen. Ja, da unten aus dieser Höhle. Mit dem Wasser, das noch immer komisch abpackt. Ja, und ich laufe jetzt auch mal direkt hier weiter. Ja, Haufen Zähne. Die kann man natürlich nicht nehmen. So, wo sind wir jetzt? Ja, da haben wir schon wieder so ein... Oh, so ein Kollegen. Ja, das war natürlich nicht so prickelnd. Oh. Gleich zwei von den Kollegen. Ja, gut. Da habe ich jetzt nicht viel Wahl, muss ich ehrlich sagen. Oh.
Ich lasse die einfach mal stehen. Ich hoffe, dass die jetzt hier stehen bleiben. Gut, da oben geht's nicht rauf. Hier sind wir ein paar Bretter. Ja, und noch so ein Verrückter. Ja, der direkt über mich drüber gerannt ist, ne? Ja, so, da komme ich jetzt nicht mehr raus, wie es aussieht. Dann muss ich dem Kollegen erstmal zeigen, wo hier der Hammer hängt. So, ja. Na gut, die Taschenlampe, die spinnt jetzt ein bisschen. Ich verkrieche mich mal ganz kurz. Für einen Moment. So, zurück auf das Feuerzeug. Genau. Einmal hier die Taschenlampe. Und da ist auch wieder. Wir gehen jetzt den engen Weg wieder entlang, wo wir die Bretter breitgeschlagen haben. Ja, und da gibt's an für sich nichts. Da gibt's nichts. Ich nehme hier einfach, nee, nehme ich nicht. Das war ein Kopf, so ein Totenkopf. Habe ich aber schon genug. Ja. Ja, gut. Gut, wir gehen jetzt hier weiter. Wie gesagt, hier oben geht's nicht rauf. Hier geht's nach unten. Und hier geht's nach oben. Ja, ich biege einfach mal links nach unten ab. Wir ducken uns wieder. Sieht hier aus wie vorhin, wo wir lang gekommen sind. Ja, und auch wieder mal raus. Ja, da waren wir noch nicht, denke ich. Ich nehme an, das ist hier, wenn ich hier rauf nach oben gehe. Ich laufe auch mal ganz schnell da drüber. Ja, genau. Das hier, der große See, da hinten sind wir reingekommen. Hier links geht's auch noch weiter. Und wenn man hier gerade durchläuft, ein bisschen runter, kommt man hier zu einem etwas offeneren Gebiet. Hier auch so ein Totenkopf, viel Wasser. Da haben wir auch schon Kollegen mit der Uhr dran. Ja, kann man hier die Uhr abknöpfen. Aber ich sag mal, ich betreibe hier gerade nicht unbedingt eine Leichenfledderei. Muss nicht sein, ja. Von da sind wir gerade vorhin rausgekommen und ich denke mal, wir gucken uns das noch an, wo es vorhin nach oben hinging. Aber erstmal frage ich mich, wo geht's denn hier hin? Ja. Ja, hier geht's mal zu den Kollegen hin. Ich wechsle auch mal direkt wieder zum Feuerzeug. Und einmal auf den Bogen. Ich drücke die Taste L, dann geht das weg. Dann drücke ich nochmal L, wenn hier die Anzeige kommt. Und dann macht er hier vorne das Feuer dran. Und dann ist auch schon munter drauf losschießen angesagt. Denke ich mal. Oh, ja. Nicht immer gleich drücken. Der eine ist schon hops gegangen. Ja, ich habe natürlich ordentlich vorgesorgt, dass wir hier Pfeilchen haben, genügend, ohne Ende nie. Sonst wird das nicht unbedingt lustig. So. Wo ist denn hier jetzt? Oh, da. Die Taschenlampe, wunderbar. So, wir sind hier in einem riesengroßen Raum, wie es aussieht. Wir sind hier in einem riesengroßen Raum. Das mal ohne Zweifel. Ich guck mal, was sich da oben noch tut. Ja, da ist ein kleines Plätzchen. Ich denke mal, da ist irgendwer. Hat mal versucht, ja, von den Passagieren oder den anderen
Ein bisschen was rauszuholen oder sich zu verstecken, das ging wohl einfach schief. Ja, kommt vor. Ist ja auch The Forest. Hier das Taschenlampenlicht beginnt auch wieder ein bisschen zu flackern. Das heißt, in Kürze ist hier wieder die Batterie zu wechseln. Ja, hier gibt es auch ein Seil, das heißt, man kann hier hochklettern. Können wir uns auch noch angucken. Menno, komm. Ja, das macht mir hier jetzt nicht unbedingt eine schöne Grafik. Da sind wir jetzt einfach runtergegangen. So, wo kommen wir hier hin? Ja. Ist nicht unbedingt hier. Ist hier einladend und sieht mir definitiv nach einem Dead End aus, ja. So, Taschenlampe leer. Direkt mal wieder Batterien nachlegen. Ja, und wir sehen auch wieder was. Wunderbar. So. Nee, hier gibt's nichts. Auch kein Seil. Ah, hier gibt es einen riesengroßen Bereich, wie es aussieht. Mit Wasser. Was ist das hier? Weiß man nicht. Hier geht's nicht rein. Und ich frage mich gerade, was sie hier drin tut. Das sieht mir jetzt nicht auch gerade auch nicht gerade sehr bekömmlich aus, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinten gerade was gesehen habe. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, ja gut, das sind hier diese komischen Stalaktiten, Stalagmiten, ich weiß auch nicht jetzt. Das eine kommt von oben, das andere von unten. Gerade war hier eben noch diese Action-Musik. Ja. Das lässt mir auch immer ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren. Und ich bin mir dann auch gar nicht mehr sicher, ob ich das überleben werde. Gut, ja, hier drin scheint es nicht wirklich was zu geben. Außer ein bisschen Wasser, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Action-Musik. Ja. Gut, das heißt dann einfach mal wieder retour. Das ist ein riesengroßer Bereich. Ja, riesengroß ist jetzt auch übertrieben, ne? Aber ein größerer Bereich, wo man einfach nicht weiß, was, ob hier was drin ist oder ob hier nichts drin ist. Jetzt ist hier wieder zurückgehen angesagt. Und wir gucken uns hier, wo wir vorhin lang gekommen sind, einfach mal an. Was da oben bei diesem Seil ist. Ja, von hier sind wir gekommen. Hier sind wir früher raufgelaufen. Und ich denke mal, das mit dem Seil war... Na komm, jetzt hier. Einfach mal raufspringen. Genau. Wunderbar. Wunderbar. So, hier war das Seil. Ich hätte auch da. Ich nehme da auch mal. Geht das? Ja, das geht. Denke ich mir. Weiß nicht genau. Ja. Ja, nee. Ja, nee, ja. Ja, das mit dem Klettern ist immer ein bisschen kompliziert. Man weiß oft nicht, wo man sich befindet. Ja, wo bin ich denn die ganze Zeit? Oh ja, ich war, denke ich, direkt oben. Ja, ich nehme jetzt aber auch mal das Feuerzeug. So ist das nämlich nix. So, raufklettern. Ich drücke nochmal L. Genau, das sehen wir auch. Wo wir hier ein bisschen rumklettern.
Und da bin ich jetzt auch oben. Das heißt, hier einfach aufpassen beim Klettern. Ja, besser das Feuerzeug vorher in die Hand nehmen. Dann sieht man auch was beim Klettern. Sonst sieht man an für sich nichts. Und die Taschenlampe, die fuchtelt nur wie wild umher. So, ja, Pfeil und Bogen habe ich noch in der Hand, das ist gut. Oh. Ja, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Auch ein kleiner See mit einem Totenköpfchen drin. Ja, ein paar Köfferchen. Ja, das heißt, hier lässt sich auf jeden Fall ein bisschen durchplündern. Ja, einen Sessel haben wir auch mitbekommen. Und ja, so wie es aussieht, ist das hier auch wieder Dead End. Zum Reinkriechen gibt es hier auch nicht unbedingt was. Ja, das heißt, wir gehen wieder retour. Ne? Da gibt es nirgends was. Nirgends, nirgends, nirgends. Ja. So, einmal hier. Ich denke mal, das überleben wir, wenn wir hier einfach mal so runterspringen. Genau. Das ist nicht tragisch. Hier haben wir auch den Wasserfall. Ja. Ja, das habe ich euch, denke ich, im letzten Let's Play gezeigt. Wasserfälle gibt es in den Höhlen. Allerorts. Ja. Hier sind wir auf jeden Fall fertig. Da geht es nicht mehr weiter. Ich gehe einfach retour. Ja, da oben sieht das nicht gerade unbedingt vielversprechend aus, aber es sieht so aus, als ob man hier raufkommen könnte. Und ich mache das auch mal, probiere das mal genau, kommen. Einfach durchmogeln. Nee, will er nicht so wirklich. Ja, gut. Wer nicht will, der hat schon. Mir soll das auch recht sein. Das Spiel ist ja an für sich auch noch direkt in der Entwicklung. Da wird das noch ein bisschen dauern. Wir sind hier früher von oben runtergekommen. Dadurch. Und da sagte ich, gut. Na, komm. Das sagte ich dann, nachdem wir, oder bevor wir, auf dem Weg hin natürlich, bevor wir zu den Zähnen gekommen sind, sagte ich, gut, da gucken wir oben später noch nach. Das hier, ja, so vorsichtig. Oh, wir sind schon wieder diese Wahnsinn. Ja, ich laufe einfach mal weiter, ne? Den Mutigen gehört die Welt, heißt es immer. Hier liegen auch ein paar Leichenteile, das heißt, wer möchte, nee, die kann man nicht einsammeln. So. Was haben wir denn hier wieder Schönes? Bisschen Grill. Ja, auch ein Dead End, aber diesmal hat es hier ein Seil. Ich wechsle auch mal direkt auf das Feuerzeug. Es wird gleich dunkel und auch wieder hell. Nochmal dunkel, nochmal hell. Ich kletter nach oben. So, da bin ich auch schon. Beim Klettern immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Chance, dass man hier tatsächlich abstürzt, die ist ziemlich hoch. Ja, einen kleinen See haben wir hier drin. Auch wieder ducken. Durchgehen, kriechen. Ja, hier scheint es eine Axt zu geben, eine rostige Axt. Die habe ich bereits im Inventar drin. Hier, rostige Axt. Genauso wie die anderen Äxte, die sind alle vorhanden. Über den Hügel drüber springen. Ja, da geht's wieder irgendwo hin. Meine Güte. Das sieht hier wieder aus. Ja, hier scheint es auch nach oben zu gehen. Ich weiß aber nicht, ob es hier rausgeht. Ja, da scheint es ganz nach draußen zu gehen. Aber gut. Jetzt gehen wir erstmal hier rauf. Hier lang. Ein paar Köfferchen, ein bisschen was zu saufen. Ja.
Die Taschenlampe flackert. Aber das ist nicht schlimm. Hier ist auch ein Dead End. Und ich sag mal, wir gucken kurz, was sich hier bei diesem Seil tut. Und klettern direkt mal nach oben. Ob das jetzt hier ein Seil ist, direkt zum Ausgang. Ja, das ist ein Seil direkt zum Ausgang. Wir landen auch. Ja, aus der Höhle rein, in die Höhle raus. Oh Mann, oh Mann. Ja, und da haben wir den Salat runtergeflogen. Na, ich sag mal, da bin ich froh, dass jetzt das Ganze hier ein bisschen backt. Und nicht nur die Ausdauer, sondern auch die Energie irgendwie stecken geblieben ist. Da bin ich auf jeden Fall froh. Ich denke mal, aus dieser Höhe stirbt man definitiv, wenn man runterfällt. Ja, auf jeden Fall kommt man hier raus, direkt im großen Kannibalendorf. Ich laufe auch mal zurück. Wieder all the way back. Ja, das war jetzt hier auch die nächste Batterie. Wir haben hier noch zwei Packungen Batterien. Genau. So, vorsichtig nach unten. Und wir sind auch schon unten. Das habe ich diesmal direkt mal im Dunkeln gemacht. Vorbei am Geröll. Direkt durchgesprungen, wo auch ein paar Teilchen hier liegen. Als ob der Fleischer hier irgendwo in der Nähe hausen würde. Und jetzt wieder Obacht. Ich schalte auch zurück auf das Feuerzeug. Nee. Oh Gott, da ist er. Und den habe ich hier direkt mal, ja. Boah. Mann, oh Mann, da ist mir jetzt aber auch ein bisschen mulmig geworden. Das ist hier ein Schreckeffekt gewesen, wie im Horrorfilm, als der hier rangesprungen ist. Ja, dafür zappelt und zuppelt der gute Mann jetzt hier hinten und bricht dann einfach erschöpft zusammen. Das wundert mich nicht. Ja, ich halte das auch mal angezündet, falls hier noch irgendwo so ein verrücktes Vieh langläuft. Ich gehe auch mal den ersten Weg wieder zurück. Ja, und ich schlage mir nicht den Kopf an einer Felsdecke, sondern ich wachse da direkt hinein. Auch interessant. Ja. Da geht's nach unten. Zu unserer guten alten Freundin Miss Nudity Rape, die mit dem, ich sag mal, mit dem Schlitz, die mag uns nicht sonderlich. Ja, genau, da wollten wir auch noch runter, denke ich. Oh, ja, haben ja schon das Feuerzeug. So ein bisschen runter. Vorsichtig. Immer schön Obacht. Oh Mann, ist das... Ja, ich weiß auch nicht. Dass das ruckelt hier in dieser Version ein bisschen mehr als in den Versionen davor. Wie lange geht das denn hier noch hin? Ich komme hier nie wieder rauf, denke ich. Nee, da verfürchte ich mich. Ich sitze hier und krieg auch gerade eine Gänsehaut. Wenn das jetzt nicht bald aufhört. Ja, wunderbar. Das Geräusch macht's hier auch nicht besser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leben die noch? Nee, ich hoffe nicht. Ja, nee. Oh. Ja, gut, oder? Ja, ist quasi eine Sackgasse. Gibt einen ganzen Haufen verschiedenster Dinge hier. Getränke, Gebeine, tote Tiere. Was haben wir hier noch alles? Ein Teddybär. Ja, das Icon sieht immer ein bisschen, das meine ich zumindest,
Ja, gut, jetzt sehe ich es an und für sich. Ein Rucksack mit einem Pfeil nach drin. Aber wenn man hier schnell hinguckt, ist das hier wie so ein Sandwichbrot, ja, das gerade runtergeschnitten wird. So, hier schneiden, ja. Ja, Totenkopf. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Gut, ist ein klassisches Dead End. Ja, das für den Weg hier. So, auch wieder auf dem Seil und es geht nach oben ab. Ja, der Klettersimulator 2014 bekommt auch dann im Januar ein Update. Ich denke mal, das wird die Version 0.12 sein. Ja, in knapp 2 Wochen, ein bisschen mehr als 2 Wochen, ist dann soweit. Würde ich runterfliegen, wieder nicht runterfliegen. Ja, Gott sei Dank. Fast wieder runtergeflogen. Wie gesagt, immer Obacht beim Klettern. Das ist alles noch ein bisschen unausgegoren. Ja, und da ist auch quasi wieder dieser See, wo wir anfangs hinein sind, in die große Höhle. Das Seil, das wir nicht mitnehmen konnten, hier wo auch, das Handtuch mitten im Wasser liegt und wir sind hier wieder quasi am Scheideweg, ganz vom Anfang, wo wir reingekommen sind. Wir haben hier noch eine Gabelung. Ja, und die gucke ich mir jetzt mit euch noch an. Ja, Haufen Bretter. Gut, da ist auch eine Laterne. Die Bretter scheinen uns irgendwie den Weg zu weisen, ja, wo wir hin müssen. Ja, und hier gibt es auch, wie es aussieht, nicht gerade viel. Auch Köfferchen. Ja, Sesselchen. Und wieder ein bisschen Alkohol. Ich glaube, da haben sich auch mal ehemalige Passagiere versucht zu verstecken. Und ja, beziehungsweise zu überleben. Das ging dann wohl nicht ganz gut. Und hier geht's für uns quasi auch nicht weiter. So, darum auch wieder Retour. Und hier zwischen den Felsen mal durch. Oder auch nicht. Ja, hier liegt ein Seil. Bisschen Krimskrams. Ja, Geld liegt hier auch rum. Was haben wir hier noch? Ja, auch ein paar Münzen. Ja, und das war's quasi. Das hier eine reine Sackgasse. Hier geht's dann auch nirgends mehr hin.
außer direkt wieder nach draußen. Ja, die Koffer fliegen uns hier entgegen. Das ist natürlich wunderschön zu beobachten. Man glaubt fast, oh, hier ist einer. Aufpassen. Ja, aber in jedem Fall nicht. Ich mache das Licht mal aus. Ich laufe aus der Höhle nach draußen. Und wir sind an und für sich auch schon wieder in einem sicheren Gebiet. Ja, unter Anführungszeichen. Und hier, wie gesagt, das Kannibalendorf. Hier ist auch gerade niemand zu Hause. Das kleine Kannibalendorf. Wunderbare Aussicht durch das Wasser. Schönes Wässerchen. Ja, und ich denke mal, das war's auch wieder. Ich wollte euch einfach ein bisschen die Höhlen zeigen. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wenn dann auch das neue Update für The Forest rauskommt. Und ich bin wirklich gespannt, was die Entwickler uns hier zu bieten haben. Immerhin, sag ich mal, haben sie sich ja, oder sie lassen sich ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist ja auch noch hin, wie gesagt, ein bisschen mehr als 2 Wochen sind das wohl. Und ich denke mal, die werden da wieder was Schönes rauszaubern. Ja, und bis das soweit ist, dass hier was gezaubert wird seitens der Entwickler, ja, da sind die Kannibalen auch schon wieder und auch wieder weg. Vergeht jetzt noch ein bisschen Zeit, das heißt ein Tag und ein bisschen mehr. Ja, das sind allerhand Kannibalen jetzt gerade aufgetaucht. Von allen Ecken und Enden. Und wie ihr seht, ich bin auch schon ganz kräftig am Feiern mit den Kollegen. Ich wünsche euch quasi mit den Kannibalen aus The Forest einen wunderbaren Jahresübergang. Ja. Lauf aber direkt nochmal weg. Ich denke, ich muss da noch ein bisschen was zu trinken holen für die Kollegen. Die möchten so nicht feiern. Das kommt auch mal vor. Ja, wir betrachten das Ganze von der anderen Seite des Sees. Ja, wie gesagt, mit den Kannibalen. Ja, hört ihr dieses Summen? Ja, es gibt anscheinend in The Forest auch Bienen oder ähnliches oder Fliegen. Mit den Kannibalen gemeinsam wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und verabschiede mich an dieser Stelle aus dem Jahr 2014, werde aber auf euch warten im neuen Jahr 2015, spätestens dann, wenn dann auch wieder das neue Update rauskommt. Ja, ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, macht's gut. Ich verabschiede mich hiermit und sag tschüss, das war die Axt im Walde von The Forest.